Gamma-Aliens. Dann untersuch die mal, komm. Construction complete. So wichtig ist Kriegsmüdigkeit jetzt auch nicht. Brauchen wir Dienstleistungen so dringend? Ansonsten wäre vielleicht ein Monument besser gewesen. Weil das auch Sozialforschung gibt. Von welchem Stärkebereich reden wir hier eigentlich? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das so um die 600, 700er waren. Ich hätte gerne Plasmawerfer, bevor ich die neuen Schiffe baue. Kann keine... Hä? Ach so, weil sie... Oh, die Ägypter haben aber auch gut Gebiet eingenommen. Special Project complete. Uralte Bergbaudrohnen. Drohnenstudium in 28 Monaten. Okay, das ist mir ziemlich egal. Ancient Mining Drones. Ja, doch, können wir schaffen, aber ich würde gerne vorher die neuen Schiffe dabei haben. Handelsknoten, es wird nicht viel bringen. Machen wir hier Hangardecks rein. ...1028 Legierungen. Gesundheitskampagne ist abgelaufen. Wachstumsgeschwindigkeit brauchen wir auf jeden Fall. Konsumgüter ist mir relativ egal. Sieht's aus. Durchschnittlicher Schaden 7,29. 3,61. Ja, das ist definitiv ein... Wobei, warte, nee, das war die kleine Variante. Die mittlere Variante ist 9,09. Aber dafür ist sie halt besser gegen Panzerung und gegen Hülle. Und die haben halt auch nur genau das. Deswegen wäre es definitiv sinnvoll, die auch zu benutzen. Elf Monate braucht es noch. Construction complete. Also ich finde die Situation hier ein bisschen durchwachsen, muss ich mal ganz klar sagen. Und genau, mit den Sternbasen-Upgrades sollte ich vielleicht auch warten, bis das hier durch ist. Construction complete. Star System charted. Sind uns die Wikinger noch eben... Eure Flottenstärke ist schon wieder überlegen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will nicht, dass die auf Ideen kommen. Technology secured. Plasmawerfer.
würde ich glatt sagen, wir holen uns erstmal das hier, weil das mehr Forschungsgeschwindigkeit ist und die bringt uns das ganze Spiel über was. Schiffsdesigner. Ja. Und für die hier machen wir das gleiche. Und dann können wir auch die neuen Schiffe in Auftrag geben. Ressourcensilos ist, denke ich, ganz sinnvoll, weil wir bei Mineralien wahrscheinlich bald an unser Limit stoßen werden. Tradition, was nehmen wir als nächstes? Dominierung wäre gut. Vorherrschaft wäre auch gut, weil wir damit mehr Sternbasenkapazität hätten. Und Armeeschaden. Ja, Vorherrschaft, definitiv. Wir wollen bald in den Krieg ziehen. Hat ja auch lange genug gedauert und dann sollten wir vielleicht auch da die entsprechenden Vorteile haben. Construction complete. Was haben wir hier? Die werden gerade fertig. Construction complete. Atomare Countdown. Wissenschaftler in Rom haben das Ende des Countdowns der mysteriösen Atomuhr ungeheurer Präzision, die vor 42 Jahren und 3 Tagen auf Arus gefunden wurde, bereits sehnlich erwartet. Mehrere Jahrzehnte voller Spekulationen und Mutmaßungen sind im Handumdrehen verflogen. Der Countdown in der Uhr hat soeben ihren Ablauf gefunden und einen Strom sich selbst reproduzierender Naniten ausgestoßen. Die Naniten hatten auf der Oberfläche von Arus eine Art fortschrittliches Computernetzwerk konstruiert. Das Netzwerk ist inaktiv und scheinbar ohne KI. Die Naniten, die es konstruiert haben, haben sich bei der Fertigstellung deaktiviert. Unsere Wissenschaftler sind sich über den Zweck des Netzwerks uneinig. Das Studium dessen sollte sich für eine gewisse Zeit beschäftigen. Boah, direkt 13. Ja, komm, hol's dir. Wunderbar. Hätte schlimmer ausgehen können. Wir brauchen hier einen neuen Wissenschaftler. Direkt auch noch mit Einfallsreich, sehr gut. Und dann sollten wir bei der Gelegenheit mal... Könnt ihr uns bei unserer Forschung unterstützen. 2000. Aber komm, ist es wert. Einigkeit wäre es eigentlich auch. Können wir... Ist das machbar? Was wollen... Ihr wollt wahrscheinlich auch 2000 haben, ne? Wir möchten euer Mäzen werden. Wir möchten ein Kunstwerk in Auftrag geben. Dafür müssten wir wahrscheinlich Legierungen verticken und das möchte ich noch nicht. Wir brauchen die Moment. Neuer Kontakt, die Mayas. Ah ja. Langsam schließt sich der Kreis. Können wir mit den Amazonen? Kennt ihr noch andere Völker? Nein, kennt ihr nicht. Die Mayas haben auch direkt ihre Grenzen geschlossen, aber die kennen noch ein unidentifiziertes Reich. Unfreundlich. Ungläubige. Ja gut, sie werden nicht mit. Sie werden keine Kommunikation mit uns aushandeln. Das wäre ja auch zu einfach. Forschungsgelder. Einmal bitte und Netzüberlastung. Technology secured. Baukosten statt Distriktwohnungen. Erkenntnis über das enigmatische Tor. Anstatt dass man einfach L-Gate-Erkenntnisse macht. Nein, man macht Erkenntnisse über das enigmatische Tor. So, einmal die Exoskelette bitte. Construction complete. Die erste Zenturie wird jetzt verstärkt. Die zweite ist auch schon. Ja, die ist auch vollzählig. Die könnten wir auch. Was kostet es jetzt, die Dinger aufzurüsten? Immer noch 500. Aber wir haben noch gerade die Technologie erforscht. Toll. Also hier brauchen wir auf jeden Fall eine bessere Sternfeste. Das ist klar. Was braucht ihr, um das aufzurüsten? 351.
Technology secured. Disruptor. Forschungsalternativen. Wir könnten Energiecredits brauchen. Wenn wir die auch mit 10 der Artisanen werden wollen, dann. Oder? Wie nennen sie sich in. Wie nennen sie sich in der deutschen Fassung? Künstlertruppe. Wenn wir mit 10 der Künstlertruppe werden wollen, dann müssen wir erst einmal mehr Geld haben. Denn wie wir wissen, Kunst ist nur was für reiche Leute. So, dann könnt ihr hier rein. Und dann erleben wir jetzt unsere erste Raumschlacht. Sphere of Influence expanded. So, warte, wir machen es einmal so, dass. Warte, wir machen einmal die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Man sollte vielleicht auch bedenken, dass F9 meine Aufnahmetaste ist. Kann ich sie noch steuern? Ja, kann ich. Attacking enemy vessels. Könnt ihr noch erkennen, wer wer ist? Ich kann es jedenfalls nicht. Es liegt definitiv zu viel auf der F9-Taste. Aber wir haben keine Verluste hingenommen. Sehr schön. Dann einmal System erkunden. Du fliegst schon mal hier hin und du kannst da. Boah, ich hoffe, das wird gleich kein Kampf, die Aufnahme zu entzerren. Beziehungsweise, was heißt zu entzerren? Aber halt das alles zu synchronisieren. Reagan Commerce Exchange, ja, ist mir egal. Benutze ich eigentlich nie. Diplomatische Zugeständnisse, nein. Also gar nicht. Felsenhirn. Ein Scan des besonders großen Asteroiden AT413 hat faszinierende Resultate ergeben. Der Kern des Felsens ist mit einem Netzwerk leitender Kristalle durchzogen, die eine schwache elektrische Ladung in sich tragen. Die Besatzung der Arias Isidor erkennt in dieser Matrix ein primitives Neuralnetz und glaubt, dass der Himmelskörper in irgendeiner Form denkt, vielleicht sogar vollständig fühlend ist. Sie bitten um Erlaubnis, den Kern zu heben und ihn für genauere Untersuchungen. Nein, ihr müsst aus der Oberfläche Beobachtungen anstellen. Das geht sonst schief. So, ihr könnt euch zur. Wobei, solltet ihr. Nein, macht die nicht. Macht die nicht. Aber müssen wir. Die müssen hier bleiben. Technology secured. Ionentriebwerk, exotische Gasraffinerien. Ionentriebwerke, komm. Star System charted. Receiving communications. Wie kommt der Renner, please? Nein. Kein Nicht-Angriffspakt, vergiss es. Aber ist das überhaupt noch. Ist das noch Kleopatra? Wir sind das Ägypter. Ja, das ist nicht so ideal mit den. Das Ding ist, ich weiß gar nicht. Das Imperium Romanum hat das wirklich das Einzige, was wirklich. Wobei, ich meine, die Ägypter waren auch ein Staat, aber. Hatte der Staat irgendwie einen Namen? Ebenbürtig, ihre Flottenstärke ist unterlegen. Anomaly found. Star System charted.
So, einmal bitte eine Sternenbasis errichten. Ich fände es ganz gut, wenn wir schon die nächste Stufe der Plasmakanonen hätten. Construction complete. Hulks vivisected. Bergbaudrohnenlaser, Ionenantriebe und ja. Muss reichen. Und dann machen wir einmal hier. Gestrandeter Wissenschaftler. Ja, wir haben eine Wissenschaftlerin. Ich lese das jetzt nicht vor, weil ich finde, sie passt nicht rein. Aber was macht man eben nicht für bessere Technologie? So, du kriegst eine Geschützbatterie und einen Zielcomputer. Technology secured. Synchronisierte Verteidigung und Überraumsensoren. Super. Das heißt, wir können. Wir haben direkt Stufe 3 Sensoren. Nice. So muss das. Und. Nee, die Antriebwerke haben wir nicht. Haben wir doch auch noch irgendwas bekommen. Ach, genau. Verteidigungs-Supercomputer. Für Sternenbasen, damit die mehr Verteidigungsplattformen bauen können. Aber Verteidigungsplattformen sind so teuer. So, wie stark ist diese Sternenbasis? Ich würde sagen, die ist dann wahrscheinlich, wenn sie fertig ist, so im 2000er Bereich. Construction. Das heißt, die hier zu. Ja, 2,8. Okay, das wird ein Spaß. Mit. Da brauchen. Weil. Das ist die kombinierte Feuerkraft unserer beiden Flotten. Es ist vielleicht besser, wenn wir zuerst einen kurzen Krieg führen. Und uns diese Systeme hier, also diese beiden, welche habe ich überhaupt beansprucht? Diese beiden und diese beiden holen. Das Ding ist, wenn wir nämlich direkt einen Krieg zum, um sie als Vasall zu bekommen, führen, haben wir das Problem, dass die beanspruchten Systeme dann ihr eigener Staat werden, vorausgesetzt, die haben einen Planeten drin. Andererseits haben sie keinen Planeten drin, also keinen bewohnten. Einfache Gefechtsrollen, ja, das ist schon mal gut. 50 Jahre drin und wir haben noch keinen einzigen Krieg geführt. Ich meine, ich habe es normalerweise nicht eilig mit Kriegen, aber Wächterbesieg, eine uralte Bedrohung eliminiert. Wo? Ach so. Ja, hol dir mal ein System mit 34 Mineralien. Warum denn auch nicht? So, wir brauchen mehr Nahrung. Was ist hier? Ich meine, andererseits ist das hier perfekt für wie heißt das, für Nahrung. Dann brauchen wir nämlich hier, wo sind wir gerade gewesen? Hier brauchen wir keine, hier brauchen wir auch keine. Wir können keine zusätzlichen Gebäude bauen. Da machen wir hier einen Generatordistrikt und hier einen Bergbaudistrikt.
Obwohl, nein, wir machen's ganz anders. Pass auf. Wir werden die Arbeiter rüberschicken. Und was ist mit Limes? Limes ist... Hier könnte eins hin. Dann kommt hier eine Legierungsgießerei hin. Construction complete. So, eine Schiffswerft, allerdings. Dann können wir nämlich da unsere Schiffe auch upgraden. Auf Arus Prime. Ja, stimmt. Ich sollte denen vielleicht auch Jobs geben. 2, 4. Dann habt ihr gleich auch Jobs. Bis dahin verbrauchen sie halt mega viel Konsumgüter, aber... Ist halt so. Triebwerk haben wir bald. Das heißt, die könnte man auch nachrüsten. Ist für, insbesondere für die Korvetten interessant, weil sie halt am meisten von Triebwerken profitieren, was Kämpfe angeht. Ja, sie halt Ausweichchance dadurch bekommen. Andererseits haben unsere Zerstörer auch nicht wenig. Stimmt, ich habe letztens noch einen auf Reddit gesehen, der es hinbekommen hat. Zerstörer, dafür braucht man einige Umstände, die zusammenspielen müssen. Aber man kann Zerstörer auch auf 90% Ausweichchance bekommen. Und diese 90% Ausweichchance sind eigentlich das, was was Korvetten so stark macht später. Oh, hier haben wir, das sind die anderen Aliens, die ich eigentlich meinte. Die haben, das ist so eine Karawanenflotte. Habt ihr uns irgendwas, ich hätte es vielleicht wegdrücken sollen. Spielt in den Spielautomaten, öffnet einen Reliquienbehälter. Nein. Technology secured. Okay, müssen wir mal gucken, was die uns anzubieten haben. Rumpfstärke Zerstörer, Komponente Railgun. Definitiv die Railguns. Aber sowas von. Schiffsdesigner. Ausweichen plus 5 und das Schiff ist schneller. Ausweichen plus 4. Genau. Hä? War es so wenig mehr? Aber nee, war es nicht. Okay, alles gut. Ich habe nichts gesagt. So, und jetzt werden wir einmal... Wir möchten euer Mäzen werden. Können wir schon... Meinung bei Kuratoren? Nein. Erzählt uns etwas, was wir noch nicht wissen. Erzählt uns über den Ehrdrachen. Sagt uns, wie wir ihn besiegen können. Es hilft uns aber mit der Meinung noch nicht ausreichend. Ich würde gerne einen ihrer Wissenschaftler rekrutieren. Was wisst ihr über das L-Tore? Muss ich erwähnen, warum ich deutsche Übersetzungen scheiße finde? Vor allem, wenn es in dem Fall eine schwedische Firma ist, die die englische Übersetzung zwar hinkriegt, aber die deutsche nicht. Ich meine, ich kann es nicht übel nehmen. Deutsch ist eine schwere Sprache, aber trotzdem. Baukosten, Schiffe reduziert und Baugeschwindigkeit erhöht. Unterhalt, Flottenkapazität um 20%. Sind alle gut. Aufgegebenes Karawanistenschiff. Ja, da ist eine kostenlose Technologie drin. Oder zumindest eine fast kostenlose. Ich glaube, die sind zu 95% erforscht. Ist mir egal, was es ist. Ich will es haben. Construction complete.
Das Studium von Pulsaren scheint unseren Wissenschaftlern unendlich viele Einsichten zu verschaffen, jedoch nicht über offenkundig gefährliche Phänomene. Dies macht die jüngsten Berichte von Profon noch besorgniserregender. Ein anfänglicher Scan ermittelte, dass der Pulsar zusätzlich zu seinem gewöhnlichen elektromagnetischen Strahlen noch weitere Strahlen auf einer bestimmten Wellenlänge ausstrahlt, die nur im selben System und bei immer kürzer werdenden Intervallen sichtbar sind. Anfänglichen Berechnungen zufolge wird das Intervall zwischen den Impulsen ungefähr am 1. Januar 2275 den Wert 0 erreichen. Was dann passiert, darüber kann nur spekuliert werden, aber die mangelhaften Erklärungen für den Impuls haben allen, die ihn studiert haben, eine fast abergläubische Angst eingejagt. Eines Tages werden wir Antworten dafür finden. Ich merke auch, ich bin immer noch auf Spielgeschwindigkeit 2. Das kann ich so nicht stehen lassen. Was ist denn hier mit Construction complete. Star system charted. So, damit sind wir wieder im Plus, was? Dann holen wir auch uns so ein Monument. Wir haben eindeutig wieder zu wenig Konsumgüter. Aber die KI scheint... Also bisher sind mir alle KIs wirklich überlegen. Also zumindest was Territorium angeht. Andererseits habe ich halt auch nicht so aggressiv expandiert. Ich bin da anders. Also ich nehme lieber nicht so viel. Flottenkapazität. Ja, bitte. Wir brauchen unbedingt eine größere Flotte. Anomaly found. Neuer Kontakt. Ah, da ist das dunkle Volk. Genau, Harbinger war, das hatte ich mir mal überlegt, für den Protagonisten meiner Kampagne Dark Mirror. Er wird nie so genannt, aber in meinem Kopf ist das halt Harbinger. Das heißt, falls es nochmal eine Kampagne gibt, die sich darauf bezieht, würde man das vielleicht einbringen. Aber ich habe jetzt das halt als Titel genommen. Was? Der Visionary ist der erste, weil ich einfach irgendeinen Namen brauchte. Und der lebt noch? Wow. Wir werden für unser Existenzrecht kämpfen. Ah, die haben auch ordentlich. Wie sieht's aus? Dafür, dass es barbarische Plünderer sind, haben sie halt wirklich auch nur ihre eigenen Pops und Roboter. Aber was ich nicht verstehe... Eltore. Eltore ist mir gerade egal. Wie können die so viel Reichsbevölkerung haben? Also... Bewohnbarkeit... Das ist geringe, die haben geringe Fortpflanzung. Wie haben die so viele? 130? Wie viel haben wir? 81. Andererseits, okay, gut, die können natürlich auch überall siedeln. Wie viele? Ja, die haben 7 Kolonien. Das erklärt natürlich eine Menge. Wir haben einfach insgesamt 4 Planeten. Special Project complete. Erkenntnis über das enigmatische Tor. Wundervoll. Also das L-Cluster, wo haben wir überhaupt das? Haben wir irgendwo überhaupt ein L-Tor in der Gegend, was wir besitzen könnten? Hier ist eins. Haben wir irgendwo noch eins? Irgendeins, das sich auch in unserer Reichweite befindet? Weil ich würde das L-Cluster schon sehr gerne später kontrollieren. Star System charted. Ich weiß nicht, ob sich die KI darum kümmern wird, aber ich würde das L-Cluster wirklich sehr gerne besitzen. Dann brauche ich unbedingt das hier. Ebenbürtig. Komm, wir beleidigen nochmal. In den Mülleimer der Geschichte. Die haben auch keine weiteren Kolonien gebaut. Technologie, Forschungsalternativen, Railgun. Ja, auf jeden Fall möchte ich die Railguns haben, bevor ich nochmal die Schiffe upgrade.
Anomaly found. Sieht hier aus 2,7, ja. Nur eins brauchen die gerade Verteidigungsplattform. Obwohl, nee, die haben wahrscheinlich alle vier damit gefüllt. Construction complete. Geschützbatterie, Störsender und Zielcomputer. Ich habe auch vorhin bei der Audacity-Aufnahme gesehen, dass ich schon über 2 Stunden dran bin, also werde ich mich wahrscheinlich auch, brauche ich auch wahrscheinlich bald eine Pause machen. Wir müssen der Sache nachgehen. Ja, Sternenmuster, auch immer das jetzt ist. Wo ist denn das? Was könnt ihr uns anbieten? Racket Energieextraktor. Was? Epokrosi? Wo ist das? Was wollt ihr haben? Ja, komm. Pulsierende Sterne. Wie jetzt zu? Construction complete. Ich sehe es nicht. Es ist mir auch ehrlich gesagt egal, wenn es außer.